Tja, heute ist es soweit. Wir beginnen mal eine kleine Zeitreise und befassen uns mit Israel, Palästina und den Ursprüngen des jetzt wieder ausgeufernden Konflikts in diesem ersten Teil. Hi und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Alex Boos aus Mainz. Und ich habe es ja schon seit längerem, eigentlich seit dem 7. Oktober beziehungsweise kurz danach angekündigt. Ich will mich unbedingt mit den Ursprüngen auch des Konflikts befassen. Ich will das mal näher beleuchten, näher erklären. Ich sage es vorneweg, ich bin kein Historiker. Ich habe auch zu wenig von dieser Thematik in der Schule gelernt. Ich glaube, wir hatten es überhaupt behandelt. Ich weiß es gar nicht. Falls einer von meinen Schulkameraden zuschaut, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Aber wo kommt das alles überhaupt her? Die einen sagen ja, das ist unser Land. Die anderen sagen, nein, das gehört uns und euch gehört es schon gar nicht. Und die wildesten Spekulationen laufen ab im Internet. Und wir befassen uns einfach mal damit, wie das Ganze gekommen ist, geschichtlich. Heute kriegt ihr einen Überblick von mir. In einem der nächsten Videos schauen wir uns dann mal im Video an von einem Historiker oder Frühhistoriker. Da habe ich ein super Video gefunden von jemandem auf YouTube, der das noch viel besser erklärt als ich. Das gucken wir uns dann in einem der nächsten Teile auch noch an. Wir werden uns auch ein bisschen befassen mit Siedlungspolitik von Israel, Siedlungsbau, Westjordanland und so weiter. Was ist da los? Wir befassen uns ein bisschen mit den ganzen, Scharmützeln, die da eigentlich seit Ewigkeiten ablaufen, auch mit Unterdrückung, in Anführungszeichen, mit Schlechtbehandlung von Palästinensern, aber auch mit der anderen Seite, mit den ganzen Attentaten und so weiter und so weiter. Also wir wollen einen breiten Überblick uns verschaffen, damit wir ein bisschen mehr verstehen, was hier eigentlich los ist, weil ich habe das Gefühl, viele der Leute, die im Moment so auf die Straßen rennen, die haben eigentlich überhaupt keine Ahnung oder haben wenig Ahnung. Und mit all diesen Dingen befassen wir uns heute mal und wir fangen einfach mal an. Und wie könnte man besser anfangen? Uppala, Gönnergy-Dose umgefallen. Und wie könnte man besser anfangen als vielleicht mal mit einer Karte? Und die blende ich mal ein. Kriege ich dann hier oben diesen Mist weg. So, und da sehen wir hier zur Einordnung, hier unten ist Ägypten. Sinai-Halbinsel dann hier. Das heutige Jordanien, früher mal Transjordanien, dazu kommen wir aber noch. Wie kann ich hier ranscrollen? Uppala, das war zu groß. Dann haben wir hier Israel, Golanhöhen, da oben ist der Libanon, ne? Syrien, Irak und unten kommt dann hier, das ist alles Saudi-Arabien, Rote Meer, Sharm el-Sheikh, wer tauchbegeistert ist, Hurghada und so weiter. Und hier also das kleine relativ kleine Jerusalem, hier zwischen Mittelmeer gelegen und dem Toten Meer. Jerusalem, hier ist übrigens auch gestrichelt eingezeichnet, seht ihr schon, dazu kommen wir später noch, das Westjordanland besetzt immer noch von Israel. Ja. Hier der Gazastreifen, um den sich der ganze Konflikt momentan dreht. Ich saß übrigens mal in Amman für längere Zeit, das ist Jordanien, auf einem, ja nicht auf dem richtigen Flughafen, sondern auf einem anderen Flughafen, weil meine Maschine dort, ja, notlanden kann man nicht sagen, aber sie konnten wohl auf dem richtigen Flughafen von Amman nicht landen. Und ich saß dann mehrere Stunden, ich glaube, waren 5 oder 6 in einer Maschine, die schon aus Thailand gekommen war. Da habe ich also schon viele, viele Stunden im Flieger gehockt und saß dann viele, viele weitere Stunden auf dem Rollfeld, konnte die Maschine nicht verlassen, weil wir natürlich keine Berechtigung hatten, war auch keine Einreisemöglichkeit nach Jordanien. Die Maschine war übrigens, waren zum Teil natürlich Europäer, aber es war auch ein großer Teil natürlich Araber in der Maschine und auch jüdische Leute. Und da hat sich im Zeitpunkt dieses Ausharrens auch ein ziemlicher Konflikt gebildet. Das ist mir damals aufgefallen. Kann ich euch mal gesondert erzählen, aber da habe ich schon gemerkt, da treffen zwei Volksgruppen aufeinander, wo manchmal, oder ich sage es mal so, wo sich nicht unbedingt jeder versteht. Man hat das schon gemerkt und es ist dann auch irgendwann der Begriff gefallen von einem, ja, ich weiß nicht, ob er Jordanier war oder sonst was, der dann gesagt hat, alle Israelis sollen jetzt hier raus aus der Business Class. Der Hintergrund war, dass völliger Chaos in diesem Flugzeug war und die Crew war völlig überfordert. Es gab dann auch keine richtige Versorgung mehr, kein Wasser, also keiner hatte mehr Bock. Manche wollten gerne rauchen und konnten aber nicht aus der Maschine und es war einfach Stress. Aber ich habe da gemerkt, da ist schon ein bisschen Konfliktpotenzial dahinter. So, viel dazu. Und jetzt fangen wir mal an in meinem kurzen geschichtlichen Überblick.
Jeder weiß es, da geht viel um Religion und da geht auch viel um Heiligtümer. Ja, Jerusalem in Israel gelegen ist ja so als Stadt der Heiligtümer eigentlich immer bekannt gewesen. Jesus soll da gekreuzigt worden sein, Mohammed ist angeblich in den Himmel aufgestiegen, dann gibt es die Klagemauer und viele andere wichtige Sachen, die Al-Aqsa-Moschee, den Felsendom, ja, diese Klagemauer, wo die Juden eben sagen, da kannst du direkt Kontakt zu Gott aufnehmen. Also ganz, ganz viele wichtige Sachen für viele Religionen, fürs Christentum, für die Juden, fürs Judentum, für den Islam. Also unheimlich wichtig. Und ich glaube, wenn man den Konflikt richtig verstehen will oder was hier eigentlich passiert ist, war ja nicht immer ein Konflikt, dann muss man weit, weit zurückgehen. Und ich habe mir für mich überlegt, dass wir mal anfangen im Jahr 100 vor Christus. 100 vor Christus, also vor Jesus Geburt. Da haben auch schon Juden in diesem Bereich gelebt, rund um Jerusalem. Ja, und zwar war das Königreich Israel. Diese Bezeichnung wird nicht so häufig gebraucht, weil es ja später noch andere Königreiche gab, die auch so genannt wurden. Aber auch im ersten Jahrhundert vor Christi Geburt gab es dort schon ein Königreich von Juden. Ja. Genauer gesagt waren das, glaube ich, die Hasmonäer. Ja. Wer da mehr weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Also jedenfalls rund um Jerusalem lebten Juden. Diese Juden, beziehungsweise dieses Königreich Israel, ist vertrieben worden von den Römern. Wir wissen, römische Weltreich, ja, haben viel erobert, viel eingenommen, viel Kram gemacht, viele Kriege, viel militärischer Kram und so weiter und so weiter. Also, damals schon erstmals eine Vertreibung von Juden aus dieser Region. Jetzt machen wir mal einen größeren Sprung und wissen aber, dass die Juden eigentlich ein Volk sind oder waren oder auch immer noch sind, jetzt hast du es aber oft gesagt, die immer in gewissem Maß der Verfolgung ausgesetzt waren. Das gab es immer wieder, das gab es im Mittelalter und wir erinnern uns auch an den immer größer aufkeimenden Judenhass, der auch in Europa stattfand und zwar speziell, und da machen wir mal geschichtlich weiter, Ende der 1800er Jahre, also 1880 oder sowas, da ist immer mehr gegen Juden gemacht worden, sind immer mehr verfolgt worden, gehänselt und so weiter. Auch in Russland gab es übrigens Juden, auch da gab es Verfolgungen, ja, will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, aber daraus kam immer schon sehr früh, wie gesagt, 19. Jahrhundert, der Wunsch der jüdischen Bevölkerung oder der Juden, sage ich jetzt einfach mal, Bevölkerung kann ich ja schlecht sagen, weil sie ja kein Land hatten damals, nach einem eigenen Land, nach einem eigenen Staat. Also dieser Wunsch war immer da, ein Rückzugsraum, wo die leben können, wo die in Frieden sein können, wo sie Sicherheit haben und Schutz genießen. Also dieser Wunsch ist da schon sehr, sehr früh entstanden. Das Gebiet des heutigen Israel war damals zu dieser Zeit noch Teil des Osmanischen Reichs. Ja, und das war dann um 1900 rum zum Beispiel, habe ich mal nachgelesen, haben in dem Bereich, also Palästina, wurde ja diese Region genannt oder wird es auch heute noch teilweise, haben ungefähr 500.000 Araber gelebt und zwar auch schon viele hundert Jahre und friedlich zusammengelebt, auch mit vielen Juden, weniger Juden als Araber, das muss man sagen, es waren einige 10.000, so habe ich es nachgelesen. Und da waren auch andere Leute von anderen Glaubensrichtungen, die haben da alle irgendwie gelebt, haben ihr Ding gemacht und haben eigentlich friedlich zusammengelebt. Jetzt ist natürlich Folgendes passiert, Erster Weltkrieg, 14 bis 18. Na, das Osmanische Reich hat ja auch mit Deutschland zusammengekämpft oder war auf der gleichen Seite wie die Deutschen. Und das Osmanische Reich, 1918, der Krieg zu Ende, war ja einer der Verlierer des Ersten Weltkrieges. 1917 ist ein wichtiges Datum für die Entstehung Israels. Da hat der damalige britische Außenminister, also die Briten ja groß mitgemischt, auch natürlich im Ersten Weltkrieg, und der ist damals schon sehr auf Juden zugegangen und hat Hoffnungen verbreitet auf einen jüdischen Staat, sage ich mal, und zwar auf diesem Gebiet, ja, Palästina. Was war der Hintergrund? Man wollte die jüdische Bevölkerung gern auf seiner Seite haben, ja. Das war der Hintergrund. Und das Dokument, um das es da geht und auf das sich viele, viele Israelis auch stützen, ist die sogenannte Balfour-Deklaration, ja, von diesem Außenminister damals, wo er eben geschrieben hat, Palästina könnte eine Heimat für euch Juden sein. So steht das sinngemäß drin. Könnt ihr euch ja mal im Internet anschauen, da kann man genau lesen. Also viele, viele Juden beziehen sich da drauf und die Briten haben da eben ja, einen Staat versprochen oder zumindest große Hoffnung drauf gemacht, wie man das heute deuten will. Auf jeden Fall ist das ein wichtiges Dokument im historischen Kontext dieser ganzen Israel-Palästina-Geschichte. Wie gesagt, der Hintergrund
Warum haben die Briten das gemacht? Das war nicht nur, wir sind freundlich und wir mögen euch und wir geben euch was, sondern da ging es schon auch um politischen Hintergrund. Man wollte die jüdische Bevölkerung gern auf seiner Seite haben, um das eben für die eigene Sache zu gewinnen. Na, so, Erster Weltkrieg war dann zu Ende. Und nun hat Großbritannien zusammen mit Frankreich diese gesamte Region da unten, die ich vorhin gezeigt habe, da hat das Osmanische Reich ja dann, wie ich schon gesagt habe, den Ersten Weltkrieg mit verloren. Und es kamen dann sowohl die Briten als auch die Franzosen und haben dort ja, sogenannte Mandate. Damals gab es die UN noch nicht, das nannte sich damals der Völkerbund. Jedenfalls wurde das als Mandatsgebiet dann übernommen. Und die Region, die uns besonders interessiert, warte mal gucken, da hatte ich auch eine schöne Karte. So, hier könnt ihr das sehen. Das ist dieses britische Völkerbundsmandat für Palästina und Transjordanien. Das war also ein Gebiet hier. Das ist übrigens das heutige Jordanien hier. Damals noch Transjordanien genannt. Oben hier Libanon, Syrien, Irak. Meines Wissens nach waren die Franzosen. Und hier eben die Briten. Also das heißt, die haben das verwaltet unter diesem Völkerbundsmandat. Ja, also hier kann man auch schön sehen, die Seite, ich habe das jetzt von Wikipedia tatsächlich, weiß, immer ein bisschen kritische Quelle, aber diese Karte stimmt, das entspricht dem damaligen Mandatsgebiet. Das war circa 1922/23 in dieser Ecke. Jordanien, habe ich gerade schon gesagt, war damals auch Teil dieses Gebietes, ist aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, den viele vergessen, 1923 schon an die Araber gegeben worden. Ja, also wann immer man jetzt sagt, boah, die Araber sind da unten irgendwie beschissen worden oder so, darf man nie vergessen, dass die größte Fläche schon vorher übergeben wurde, sogenannte Transjordanien, ja, jenseits des Jordan, also dieser Fluss, der da durchfließt, das war also schon komplett an die Araber gegangen, war dann Emirat und ist 1946 zu Jordanien dann geworden mit der Hauptstadt Amman. Ja, also das ist schon mal ein wichtiger Punkt, den man wissen sollte. Das Gebiet war also ursprünglich viel größer und ein Teil ist schon vorher an die Araber gegangen und wurde dann zum heutigen Jordanien. Es ging dann weiter unter diesem ja, britischen Mandat, sag ich mal. Und es war wohl damals so gewesen, dass man immer beiden Seiten ein bisschen Hoffnung gemacht hat, zum einen den Juden, naja, ihr kriegt euren Staat und so, euch wird alles super. Und zum gleichen Zeitpunkt hat man aber auch den Arabern gesagt, beziehungsweise wir nennen sie jetzt mal Palästinenser, weil sie eben aus der Region dieses als Palästina bezeichneten Landstriches kamen, dass man auch denen Hoffnung gemacht hat auf ja, einen eigenen Staat, beziehungsweise damals ging es eigentlich eher um einen großarabischen Staat, beziehungsweise das viele Teile des Landes Teil dieses Großarabischen Reiches werden sollten, ja, so wie ja schon Jordanien vorher abgegeben wurde, beziehungsweise damals war das noch Transjordanien. Es hatte natürlich dann eine gewisse Eigendynamik entwickelt, jeder dachte irgendwie, er kriegt, was er möchte und es kam jetzt schon in dieser Zeit immer wieder zu Stress, sowohl zwischen Juden als auch zwischen Arabern. Wenn ich jetzt von Arabern spreche, meine ich damit palästinensische Araber. 1933 kam es ja dann bekanntermaßen dazu, dass die Nazis in Deutschland oder in Europa dann nach und nach an die Macht kamen und sind immer mehr Juden gekommen, auch nach Israel, eben aus Angst vor Verfolgung und vor Vertreibung. 1936 ist ein wichtiges Datum, da gab es einen arabischen Aufstand in dem Palästina-Mandatsgebiet. Und zwar sowohl gegen Juden als auch gegen Briten. Da sind viele, viele Leute schon getötet worden. Also die Araber haben da ihrem Unmut also Ausdruck verliehen. Und die Briten hatten immer mehr Probleme, diesen ganzen Bereich da wirklich unter Kontrolle zu halten. Da gab es immer mehr Stress von beiden Seiten. Ärger hier, Ärger da, Anschläge hier, Anschläge da. Streit einfach. Und es war eine schwierige Zeit. Und Großbritannien hatte damals, so habe ich es gelesen, auch schon gewusst, okay, pass auf, wir steuern hier wohl auf einen neuen Weltkrieg zu mit den Nazis. Und man wollte sich so mittelfristig auch aus dieser ganzen Geschichte zurückziehen. Man hatte da nicht mehr so das Interesse, hier auch eigene Ressourcen zu binden. Und natürlich sind da auch eigene Leute, also Soldaten und so weiter, zu Schaden gekommen, die versucht haben, dafür Ruhe zu sorgen. Also das war eine relativ schwierige Situation. Nach diesem Aufstand hat Großbritannien dann auch angefangen, für diesen Bereich Einwanderung zu reglementieren, teilweise auch zu stoppen. Und warum hat man das gemacht? Man wollte für Ruhe sorgen, man wollte die Araber nicht noch mehr verärgern, wenn jetzt noch mehr Juden ins Land kamen. Das war natürlich eine schwierige Zeit, weil die Judenverfolgung natürlich in Deutschland immer schlimmer wurde und immer mehr weg wollten. Aber trotzdem haben die Briten das damals gemacht,
einfach als Entgegenkommen für die arabischen Leute da unten, um zu sagen, okay, wir lassen jetzt nicht zu viele rein. Das war natürlich eine krasse Situation und ich habe gesehen, dass erst nach dem Krieg tatsächlich da wieder volle Einwanderung von Juden zugelassen wurden. Also die ganze Zeit vorher sind die Juden, die, das muss man offen sagen, auch kein anderer haben wollte zu der Zeit, dann in irgendwelchen riesigen Flüchtlingsunterkünften gelandet. Ja, die waren teilweise auf, was sind die schöne Insel da unten, auf Mauritius oder anderswo in riesigen Flüchtlingslagern untergebracht, bis sie endlich dann lange nach dem Krieg schon nach Israel konnten. Ja? Also Staatsgründung Israel, ich greife mal vorne weg, war dann 48 und dann ging das erst richtig los mit der Einwanderungswelle. Also wie gesagt, erst nach dem Zweiten Weltkrieg dann wieder Einwanderung zugelassen. 1946, wichtiges Datum, was ich erwähnen will, gab es einen Anschlag, hier diesmal von jüdischen Terroristen, muss man sagen, auf das britische Hauptquartier. Ja, und da sind viele, viele Leute gestorben und da haben die Briten endgültig gesagt, okay, das reicht uns irgendwie, wir kommen hier nicht zurecht, wir wollen nicht mehr, ja, wir wollen hier raus aus diesem Mandat und wir haben auch keine Lust mehr, hier für Ruhe zu sorgen, das klappt irgendwie alles nicht. Und deshalb hat 1947 Großbritannien gesagt, okay, hier, wir sind hier raus, dann die UN war damals schon da, also gab es den Völkerbund nicht mehr, sondern die Vereinten Nationen. Und die Briten haben gesagt, das ist euer Problem, macht ihr irgendwas, wir wollen hier weg und wir werden 1948 gehen. Und das sind die dann auch. 1947 gab es dann ganz wichtig auch den UN-Teilungsbeschluss bzw. das UN-Teilungsabkommen. Das zeige ich auch mal. Das ist das hier. Und da könnt ihr hier sehen, das war die Idee, die die UN hatte. Arabische Staat hier in Gelb dargestellt. Also hier die ganzen Bereiche, hier entspricht in etwa dem Westjordanland heute, dann Gaza und hier unten aber auch noch der ganze Grenzbereich zu Ägypten und auch hier oben in Richtung Libanon. Das sollte alles Teil dieses arabischen Staats werden, nach Vorstellung der UN, und den Rest sollten die Juden bekommen. Ja, also das hier, das war so die Geschichte. Ich habe noch eine zweite Karte gefunden, das kommt jetzt wieder von Wikipedia, ich weiß, mögt ihr nicht, entspricht aber eigentlich genau dem anderen. Ja, kann man hier sehen. Jerusalem sollte international verwaltet werden, weil man da irgendwie nicht auf eine Lösung kam. Beide wollten das unbedingt für sich, auch wegen diesen heiligen Städten und so weiter. Da hat man gesagt, okay, nein, das nehmen wir mal raus. Das soll international verwaltet werden. Also das war der Vorschlag. Es kam dann auch zur Abstimmung. Und der Großteil der Abstimmenden war dann für dieses Teilungsabkommen. Die ganzen arabischen Staaten waren aber dagegen und haben gesagt, nein, das passt uns nicht, wir wollen mehr, das geht so nicht. Und das war schon einer der ersten Steine des Anstoßes. Die Juden haben gesagt, das ist prima für uns, machen wir mit. Und die arabische Seite hat gesagt, nein, wir wollen mehr, beziehungsweise ich habe teilweise auch gelesen, wir wollen alles. So, das war den Juden aber relativ egal, dieses Dagegenstimmen. Also wie gesagt, die Mehrheit hatte das angenommen. Damit war das erstmal gültig. Und am 14. Mai 1948 wurde dann direkt der israelische Staat ausgerufen. Das war direkt, als die Briten abgezogen sind aus diesem ehemaligen Mandatsgebiet. Und was ist passiert? Die arabische Seite hat direkt interveniert, also noch am gleichen Tag beziehungsweise in der Nacht zum nächsten Tag nach diesem Ausrufen des Staates ist dann eine Koalition von arabischen Ländern. Und das waren Ägypten, Syrien, der Libanon war dabei, Jordanien, der heutige Irak, sind direkt in den Krieg gezogen, um den israelischen Staat zu zerstören. Also die haben da nicht lange gefackelt und haben gesagt, nee, da machen wir nicht mit, da müssen wir direkt raus. Ich zeige euch nochmal die Karte, die ich euch eben gezeigt habe, dass ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Hier kann man es ja sehen, also sowohl Ägypten, Jordanien, ja, Syrien, der Libanon, der Irak ist jetzt hier nicht drauf zu sehen. Alle vorgegangen gegen Israel, dessen Staatsgebiet genau das umfasst hat damals, was ihr hier in diesem Grün dargestellt seht, beziehungsweise hier sieht man es in Orange. Also wilde Kämpfe kamen, die Israelis waren aber nicht unvorbereitet, die hatten schon vorher angefangen, eine eigene, ja damals war das noch so eine Art Untergrundarmee, aber die hatten schon eine richtige Armee aufgebaut in der Zeit vorher und waren auch entsprechend unterstützt, das darf man auch nicht vergessen, aber ich lasse die Rolle der USA und auch von Russland in dieser ganzen Geschichte jetzt mal hier raus, das ist aus meiner Sicht für heute, sprengt das dann den Rahmen, aber Fakt ist, die Israelis hatten, als sie ihren Staat ausgerufen haben, schon enorm militärische Stärke. War den anderen aber anscheinend nicht so bewusst. Jedenfalls ist der Krieg so gelaufen, dass Israel hier ja, dominiert hat, hat die ganzen angreifenden Staaten quasi zurückgedrängt und kam dann 1949, also
im Jahr darauf zu einem Waffenstillstand. Und das Ganze hat dazu geführt, dass Israel das Staatsgebiet enorm vergrößert hatte, ja, durch die militärische Intervention, was sie da gemacht haben. Also das Gebiet war jetzt viel größer als dieser UN-Teilungsbeschluss das vorgesehen hatte. Gaza ist besetzt worden, das Westjordanland und so weiter und auch viele Teile innerhalb dieses Israels, also das israelische Staatsgebiet, hatte sich durch diesen Palästinakrieg, wie man das nennt, enorm vergrößert, weil die Israelis eben hier dominiert haben und diesen Krieg für sich entscheiden konnten und ihren Staat behaupten konnten. Ja, zu dem Gazastreifen noch will ich noch was sagen. Das war seit Staatsgründung Israels 1948 bis 1967, dann zum Sechstagekrieg, kommen wir später dazu, von Ägypten verwaltet. Ja. Also das war zwar nicht annektiert worden, aber die Ägypter haben das verwaltet. Ich muss allerdings dazu sagen, die Ägypter haben niemals Pässe ausgestellt für diese Palästinenser, weshalb die weitestgehend als staatenlos galten. Ja, Jordanien hatte das damals im Westjordanland, springen wir aber ein bisschen anders gemacht. Die haben den Palästinensern dort jordanische Pässe gegeben, aber auch nur eine Zeit lang und später dann nicht mehr. Ja. Also insbesondere nach dem Sechstagekrieg gab es auch keine jordanischen Pässe her. Das ist ja das Problem, das viele Palästinenser haben, dass sie eben tatsächlich staatenlos sind und sehr viele in Flüchtlingslagern leben, ja, ab im Libanon oder sonst wo. Also enorme Vergrößerung des israelischen Staatsgebietes. Ja. Folge der Waffenstillstandsabkommen ist der Gazastreifen dann wieder an Ägypten gegangen. Und das Westjordanland hat man an Jordanien gegeben. Ja, das ist auch wichtig für die weitere Geschichte. Das Westjordanland also ab diesem Zeitpunkt erstmal zu Jordanien gehören, beziehungsweise die hatten das annektiert. Ja, was übrigens auch von der internationalen Staatengemeinschaft nie anerkannt wurde. Also die Annektierung oder Annexion von Westjordanland durch Jordanien war auch niemals anerkannt. Genauso wenig wie die Annektierung von Ostjerusalem übrigens später durch Israel. Ja, also dieser Krieg vernichtend für die arabische Staatengemeinschaft damals. 700.000 palästinensische Araber haben hier ihre Heimat verloren. Das ist das, was man heute immer noch hört. Das ist diese sogenannte Nakba, so nennen die das, also die Katastrophe. Es waren aber nicht nur Palästinenser, die hier ihre Heimat verloren haben, sondern es waren auch Juden, die aus anderen arabischen Staaten hier vertrieben worden sind. Ja, also da gab es dann Flüchtlinge auf beiden Seiten. Warum sind die Palästinenser weg? Teilweise sind die freiwillig gegangen, weil sie halt gesagt haben, okay, hier wollen wir nicht bleiben. Es war aber auch so, dass viele gezwungen wurden vom Militär, ihr haut jetzt ab. Ja? Und manche blieben auch. Wir wissen ja heute, habe ich auch schon mal erwähnt, es gibt fast eine Million oder über eine Million palästinensische Araber mit israelischem Pass, also israelische Palästinenser. Das sind Leute, die eben damals geblieben sind oder die man dort gelassen hat. Das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun gehabt. So habe ich es recherchiert, wo man eben lebte und so weiter. Also es war schon in einigen Gegenden so, dass die Araber da vertrieben worden sind, beziehungsweise die Palästinenser, und dass dann Juden dorthin kamen, haben das Land übernommen und haben auch die Häuser übernommen. Also das gab es schon auch. Ja, aber wie gesagt, Geflüchtete hier auf beiden Seiten, sowohl Juden vertrieben als auch palästinensische Araber. Also diese Nakba, wer jetzt irgendwie meint, das hätte es nicht gegeben, das habe ich von einem israelischen Historiker gesehen, die Nakba war real. Also in vielen Gegenden wurde da einfach die Bevölkerung ausgetauscht. Die Häuser hat dann plötzlich jemand anders drin gewohnt und das Land gehörte jemand anderem. Also das hat schon existiert, das gab es. Ja, so viel zu dieser Nakba bzw. Katastrophe, wie man es auf Deutsch vielleicht übersetzen könnte. Zu den Palästinensern habe ich schon was gesagt, größtenteils als Staatenlose in Flüchtlingslagern geendet, muss man sagen. Jordanien hat ihnen Pässe gegeben, aber auch nur zu dieser Zeit, damals nach der Nakba, später dann nicht mehr. Ja, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo wir vielleicht später auch nochmal hinkommen, dass die Palästinenser es schwer haben, eigentlich irgendwo hinzugehen, weil sie nämlich auch innerhalb der arabischen Staaten eigentlich keiner haben will. Ja, das kommt noch dazu. Also man sieht das ja auch jetzt, wie Ägypten reagiert. Die haben auch keine Lust, da plötzlich 2 Millionen Leute aufzunehmen. Ja. Und so machen das viele andere Staaten. Und dieses, was man so sieht von einigen Führern arabischer Länder, die da irgendwie
das anscheinend billigen, was die Hamas da gemacht hat, oder es zumindest nicht klar verurteilen. Da steckt auch immer viel Innenpolitik drin. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, die Bevölkerung fühlt sich natürlich zum Teil da schon verbunden. Das sind, ich nenne es mal Glaubensbrüder, oder sind halt Muslime, ja, die klar stehen die zu ihren, ja, ich sag mal, in Anführungszeichen gläubigen Verwandten dort aus Palästina, aber da ist viel innenpolitisches Gespiele dabei, was im Moment passiert. Denn wirklich aufnehmen wird diese Leute keiner. Das hat sie auch keiner aufgenommen. Ja, außer, wie ich gesagt habe, Jordanien für einen gewissen Zeitraum. So, und natürlich auch Israel. Stichwort israelische Palästinenser. Wie ging es weiter? Na gut, der Staat war jetzt da, man hatte sich erfolgreich verteidigt. Es kamen immer mehr jüdische Leute natürlich, die hatten jetzt da ihre Heimat und die haben auch gesehen, hey, wir können uns da verteidigen, das ist spitze, lass uns da hingehen. Und wie ich gesagt habe, die Zuwanderung war ja dann auch einige Jahre nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg meine ich jetzt, wieder voll gestattet. Und spätestens mit Ausrufen des israelischen Staates dann in vollem Gange. Und es kamen mehr und mehr und mehr. Und dann ist eine gewisse Zeit vergangen, wo eigentlich weitestgehend, sag ich mal, Frieden war. Also ein bisschen Stress gab es da immer, aber dann würden wir wahrscheinlich ein vierstündiges Video drüber machen. Der nächste einschneidende Schritt war der Sechstagekrieg, das war 1967 jetzt schon. Was ist hier passiert? Syrien hat wohl angegriffen israelische Siedlungen im Norden. Ja, Ägypten hat auch sehr offen geäußert von einem bevorstehenden Krieg gegen Israel. Da war auch, also da kann man Zitate lesen von den Führern der arabischen Welt damals, da ist schon harter Kram gefallen. Also die haben schon sehr offen gedroht und haben auch von der Zerstörung Israels gesprochen und so weiter. Was haben die Israelis gemacht? Die haben gesagt, wir warten nicht und haben einen Präventivschlag ausgeführt, den sogenannten Sechstagekrieg, denn er war tatsächlich nach 6 Tagen erledigt. Also Ägypten ist völlig überrascht worden. Die sind also ohne Kriegserklärung, sind die Israelis mit Flugzeugen Richtung Ägypten geflogen. Muss dazu sagen, Ägypten hatte auch, das vielleicht noch als Vorwort, enorme Truppen schon oben Richtung der Grenze geschickt. Ja, also es war schon eine Bedrohung da. Ich habe aber mal gelesen, dass eigentlich klar war, oder dass man hätte wissen können, oder die meisten internationalen Staaten eigentlich der Meinung waren, das ist jetzt nicht so, dass die sofort über die Grenze marschieren. Aber wie gesagt, ist ein Thema für sich. Fakt ist, Israel hat gesagt, wir warten jetzt nicht, ihr droht uns genug, und hat seine Luftwaffe losgeschickt, und die haben, glaube ich, am ersten Tag, in den ersten Stunden, die meisten ägyptischen Flugzeuge noch am Boden zerstört, sind dann mit Bodentruppen da rein, hat Ägypten völlig überrannt. Also so wie ich es gelesen habe, war Ägypten schon am ersten Tag eigentlich platt. Ja, waren schon besiegt. Israel hat an der Ostseite Jordanien angegriffen, hat Ost-Jerusalem besetzt, das Westjordanland besetzt, beziehungsweise wieder besetzt. Das Westjordanland ist ja auch vorher von Jordanien besetzt worden, beziehungsweise annektiert, auch völkerrechtswidrig. Ja. Jetzt hat Israel das Gleiche gemacht, also Ost-Jerusalem. Es war natürlich für die dann ganz toll, weil dann haben sie diese ganzen Heiligtümer und sowas. Die Golanhöhen im Norden wurden besetzt, strategisch auch eine wichtige Position. Ost-Jerusalem, habe ich gesagt, und die ganze Sinai-Halbinsel. Also dieser ganze Bereich, also quasi oberhalb von Sharm el-Sheikh in Ägypten, also das ist ja alles Ägypten heute, aber da haben die Israelis auch diesen Landstrich komplett besetzt. Ja. Also ein riesiges Territorium plötzlich inne gehabt, und im Rahmen gab dann zwar Waffenstillstandsabkommen. Nach diesen 6 Tagen war ja das meiste erledigt, es war vorbei. Ja. Israel hatte also vernichtend gewonnen. Diesen Krieg kann man kaum sagen, es war ja wirklich eine Art Präventivangriff. Auch ohne Kriegserklärung, so wie ich das gelesen habe, war aber eben so. Ja, und an der Stelle muss man noch was dazwischen schieben, denn in dem Zeitraum nach diesem Sechstagekrieg gab es eine Konferenz von arabischen Staaten, die da beteiligt waren, und da war das die klare Quintessenz. Deshalb gab es auch erstmals keinen Friedensvertrag oder sowas für längere Zeit. Da gab es die klare Aussage, nein, wir verhandeln nicht, nein zu Israel und nein zu Verhandlungen und nein, nein, nein. Also für die Araber war das damals, oder für die arabisch beteiligten Parteien war das damals völlig klar, wir verhandeln nicht, Israel machen wir nicht. Ja, auch wichtig zum Hintergrund. Und dann habe ich interessante Sachen gesehen, auch von israelischen Historikern, die sagen, danach kam ein gewisses Hochgefühl auf, auch in Israel. Ja, wir haben uns jetzt erfolgreich wieder verteidigt, wir können
eigentlich in alle Regionen rein. Wir haben Ost-Jerusalem zurück, wir haben das Westjordanland, wir haben eigentlich alles und wir können alles schaffen. Und da kam so ein bisschen, ja, von Überheblichkeit sprach der Historiker nicht, aber er hat gesagt, es war so ein Hochgefühl, was für den weiteren Werdegang von Israel nicht unbedingt so von Vorteil war, aus dessen Sicht, ja. Es ist natürlich menschlich schon so, wenn du sagst, okay, wir haben einen Staat ausgerufen, man hat es direkt angegriffen, wir haben alle besiegt und dann 20 Jahre später haben wir es nochmal geschafft, gegen mehrere arabische Länder hier entsprechend vorzugehen und uns präventiv zwar, aber eben zu verteidigen, dann bringt er das natürlich so ein gewisses Gefühl an, ja, wir packen alles, ne? Wir können machen, was man will. Und es war auch so, dass gerade durch die Eroberung von Ost-Jerusalem es dazu sehr stark religiösen Strömungen auch gab. Also da gab es sehr streng gläubige Juden auch, die gesagt haben, okay, das ist sozusagen ein göttlicher Auftrag gewesen, das wiederzuholen. Gibt es den Begriff der Messianisten, von Messias herkommend. Und da war einiges in Argen und da ist auch einiges politisch dann schon passiert in Israel. Und dann gab es immer mehr Strömungen, auch in diese sehr extrem religiöse Richtung, auch von Seiten der Israelis. Ja, also das sicherlich einer der Punkte für die weitere Entwicklung dort. Wir wissen ja auch heute, haben wir eine riesige Zahl schon von diesen strengen orthodoxen Juden, ja, die dort schon so wichtig sind. Und das sind wirklich, ja, krass religiöse. Ja. Also ich habe das mal gesehen, die haben teilweise christlichen Pilgern irgendwie vor die Füße gespuckt und sowas. Hatte ich in der Doku gesehen. Also die sind wirklich hart. Und Israel hat heute auch das Problem, dass das so viele sind mittlerweile, dass die Wahl entscheidend sein können und dass du die Politik auch nach denen ausrichten musst. Also das ist sehr krass. Also so extrem religiöse Gruppierungen und auch nationalistische Bewegungen haben damals so ihren Ursprung auch in dieser Zeit nach diesem Sechstagekrieg gefunden. 1973, nächstes einschneidendes Erlebnis, der Yom Kippur-Krieg. Ja, das ist das, was sich da gerade gejährt hat, einen Tag vor dem Massaker vom 7. Oktober jetzt, 2023. Am höchsten Feiertag haben Ägypten und Syrien 1973 einen Überraschungskrieg, auch hier ohne Kriegserklärung, das war wohl damals irgendwie üblich, Israel angegriffen. Israel konnte den Angriff zwar wieder zurückschlagen, aber dieser Krieg hat ein bisschen auch einen Dämpfer bei Israel hinterlassen, weil er zu sehr, sehr hohen Verlusten für Israel geführt hat. Ja, zu sehr, sehr hohen Verlusten. Die positive Entwicklung dieser Geschichte war, das habe ich jetzt wieder von Historikern gesehen, dass es für Ägypten so eine Art, das war irgendwie wichtig, um sein Gesicht wieder zu wahren oder zu zeigen, wir können doch irgendwie auch was erreichen. Und das Ganze hat letztendlich geführt zu einem, ja, zu Friedensverträgen, dann 1979. Das war damals unter amerikanischer Beteiligung auch. Die Sinai-Halbinsel ist dann zurückgegeben worden an Ägypten. Ja. Auch mit Jordanien wurde in der Folge dann Frieden geschlossen, wobei man ja immer noch keine Regelung über dieses Westjordanland hat bis heute. Wie ging es weiter? Ja, wir hatten jetzt, haben wir natürlich immer noch die beiden Gebiete gehabt, die noch palästinensisch waren oder sind, den Gazastreifen und das Westjordanland. Das Westjordanland aber halt besetzt seit damals, also unter Militärbesatzung. Wir haben Ost-Jerusalem, ja, völkerrechtswidrig annektiert, muss man sagen. Also die Staatengemeinschaft erkennt das auch nicht an, ja, diese Annektierung von Ost-Jerusalem. Und Gaza damals auch noch besetzt. Ja. Also die hatten da Militär da, um da die Kontrolle zu bewahren. Ja, und das war ja auch der Grund. Die Palästinenser haben sich natürlich in diesen Gebieten irgendwie unterjocht gefühlt. Auch dazu gucken wir uns Sachen an. Das ist halt eine Militärbesatzung, also in Gaza gewesen. Kommen wir gleich dazu, wurde ja dann beendet. Aber im Westjordanland bis heute. Und natürlich findet man dort auch viel Unterdrückung, viel Scharmützel. Du findest halt auf der anderen Seite auch das Problem, dass dann natürlich aus Gaza immer Raketen abgeschossen wurden und dass es diese ganzen Attentate gab. Also richtig Ruhe war da eigentlich da überhaupt nicht. Ja, gab es immer wieder größere Spitzen, zum Beispiel Ende der 80er gab es dann einen Riesenaufstand, ja, von Palästinensern 1987, die erste Intifada, so nannte man das, also war damals so bekannt als Krieg der Steinewerfer gegen die Panzer, ja, also da waren schlimme Bilder, ja, mit Attentaten auch oder halt, also gegen beide Seiten, die Palästinenser hatten einfach die Schnauze voll und haben gesagt, okay, wir machen jetzt Unruhen und stehen auf gegen unsere Besatzung. Und
Ja, also schlimme, schlimme Ausschreitungen gab es da und auch blutig niedergeschlagen teilweise. Ist aber vielleicht mal ein Thema für ein gesondertes Video, das würde zu weit führen. Gab dann noch eine zweite Intifada im Jahr 2000, ähnlich schlimm. Das Ganze hat dann dazu geführt, mittlerweile gab es ja auch die PLO, dass man 2005 gesagt hat von Seiten Israel, okay, wir räumen jetzt den Gazastreifen, ja, wir gehen da raus, macht, was ihr wollt. Und das haben die Israelis dann auch gemacht, sind dann eben abgezogen und haben auch, damals gab es ja auch schon Siedlungen in diesem Bereich, ja, ist auch wieder völkerrechtlich äußerst kritisch, da einfach Siedlungen zu bauen. Ich verstehe auch für mich jetzt den Hintergrund nicht, verstehe das auch im Westjordanland nicht, was man da will, warum man da hinsiedelt. Ist ein Thema, was auch sehr, sehr kritisch ist. Aber sei es drum, Israel hat die Siedlungen im Gebiet Gaza abgerissen und hat gesagt, okay, wir sind hier raus. Und das war's. Und dann kam natürlich in Gaza aber auch 2006, 2007 dann die Hamas an die Macht. Ja, und es ging wieder los. Raketen fliegen rüber, Sprengstoffattentate, Selbstmordattentäter. Also immer Stress, immer Ärger wiedergegeben. Mit Reaktionen von Israel natürlich. Ja, wenn sich da einer in die Luft sprengt, dann fliegen die Kampfjets auf und dann werden ein paar Gebäude eben platt gemacht. Und davon geprägt war eigentlich diese ganze Zeit. Ja, was hat Israel gemacht, um sich zu schützen? Sie haben halt einen riesen Zaun um das ganze Gebiet gebaut. Also diese berühmte Grenzanlage, ja, am Gaza eigentlich abgeriegelt. Ich habe gesehen, Ein- und Ausreisen relativ schwierig. Ne? Auf der einen Seite die Hamas, die teilweise die Leute auch nicht rauslassen wollte. Wenn man Arbeitseinsätze hatte, durfte man aber aus Gaza auch ausreisen. Und auf der anderen Seite die Israelis, die es halt auch irgendwie sehr streng gehandhabt haben mit Ein- und Ausreise. Also einfach konfliktbehaftete Region, das muss man einfach sagen. Und mit der Machtergreifung durch die Hamas, ursprünglich mal gewählt, als erste Amtshandlung dann gleich die Wahlen, ja, die Wahlen abgeschafft. Halt alles sehr schwierig, ja. Und du hast natürlich das nächste Problem durch diese Abriegelung Gazas und diese, ja, strenge Kontrolle seiner Grenzen, hast du natürlich auch eine Art wirtschaftliche, ja, Einschnürung, ne? Palästina bzw. der Gazastreifen ist ja völlig abhängig irgendwie durch Hilfe von außen. Im Süden hast du die Grenze zu Ägypten, die es auch streng handhaben und da den Grenzverkehr sehr stark einschränken. Und dann hast du es an deiner kompletten anderen Grenze, wo nur Israel ist, eben auch. Und das bringt natürlich wirtschaftliche Probleme mit sich. Und die Palästinenser im Gazastreifen sind ja auch überhaupt nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen. Ja. Also da will ich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Es ist ja so, das sind ja größtenteils Lieferungen von außen. Also ob es Wasser ist, Strom etc., das kommt ja alles über Israel. Also nur ein ganz kleiner Teil von Gaza kann sich überhaupt mit eigenen Sachen versorgen. Auch damit muss man sich mal befassen, warum das eigentlich so ist. Es gab ja in Gaza auch mal einen Flughafen, ja, und andere Dinge. Es gab auch mal Wasserentsalzungsanlagen und sowas. Also auch da muss man mal reingehen. Warum ist denn das eigentlich nicht weiterentwickelt worden, ja? Und wir haben jetzt alle gehört, wie viel Millionen und Milliarden an Geldern aus Europa, anderswo, von überall her, ja, auch Katar und auch der Iran, ja, die immer sagen, sie helfen dem palästinensischen Volk, kann halt wenig der Hilfe erkennen, dass die auch dort ankommt. Ja, das ist ein Thema für sich. Aber diese wirtschaftliche Abhängigkeit ist natürlich ein Problem. Dann ist in Gaza eine hohe Arbeitslosigkeit, du kommst da nicht wirklich raus. Und das ist einfach schwierig und du hast selbst zu wenig, um zu leben, bist also darauf angewiesen, dass Hilfe von außen kommt. Und ich habe das mal in einem Podcast von Markus Lanz gehört, der war ja auch schon mal in Gaza und kennt die Thematik relativ gut. Und wenn da also LKWs kommen mit Nahrungsmitteln oder Versorgungsgütern oder was auch immer, dann gibt es da unten so eine Art Schleusen und dann fahren hier die LKWs da rein und dann steigen die israelischen Fahrer da aus. Und dann kommen Leute der Hamas und nehmen diese LKWs und kümmern sich dann um die Verteilung, ja, was auch immer das dann heißt. Also auch ein riesiges Problem, dass du eben quasi wie eingekesselt bist. Und das ist natürlich ein Potenzial für Konflikt. Ne? Gerade wenn du irgendwie der Meinung bist, okay, der Rest des Landes gehört ja eigentlich mir, was, wie ich glaube ich gezeigt habe, jetzt auch nicht zwingend stimmt, beziehungsweise stimmt halt nicht. Ja? Das Problem meines Erachtens ist damals schon passiert, Intervention der Briten und der Franzosen und dann gemerkt, okay, wir kommen da irgendwie nicht wirklich weiter.
Dann kam diese Judenverfolgung generell dazu, das Versprechen nach einem jüdischen Staat, aber auch ein arabischer. Dann bietet man beiden Seiten was, die einen sagen halt ja und die anderen sagen nein, wollen wir nicht, ja, passt uns nicht. Und das ist halt schon eine Schwierigkeit und das ist meines Erachtens schon damals entstanden. Man hätte im Nachhinein auch aus Sicht der arabischen Welt vielleicht einfach sagen sollen, ja, okay, das machen wir. Die Juden, so habe ich es gelesen, haben damals gesagt, ja, wir machen das mit, alles super, Hauptsache wir kriegen unseren Staat. Und viele haben sich auch geäußert, Grenzen, das ist jetzt nicht so wichtig, da können wir dann immer noch drüber verhandeln, Hauptsache wir haben erstmal was. Ja? Sicherlich eine richtige Denkweise, aber wie gesagt, ich will es nicht werten, ich war ja damals nicht dabei, ich kann es nur aus Geschichtsbüchern ziehen, aber da ist eigentlich der Ursprung dieses ganzen Übels, dass man sich da eben ungerecht behandelt fühlte. Und natürlich in der Folge, alles, was jetzt passierte, seit Gazastreifen der jüngsten Zeit und sowas, da ist natürlich Unterdrückung. Ja. Und wenn du da aufwächst und irgendwie dann dieses Feindbild da von früh bis spät eingeimpft kriegst, ist jetzt gar nicht nur eingeimpft, also ich will das jetzt auch nicht werten, dagegen ist ja auch egal, alles, was ich jetzt sage, wird sowieso von irgendjemand kritisiert. Also scheiß drauf, aber wenn du in so einer Ecke aufwächst, dann suchst du dir natürlich deinen Schuldigen, ja. Und genauso wie Israel sagt, boah, die schießen den ganzen Tag Raketen auf uns, ja, haben wir keinen Bock drauf und da sprengen sich Leute bei uns in die Luft und wir wollen das nicht. So sagen die anderen eben, die Israelis, die bauen bei uns Siedlungen im Westjordanland oder so und das stimmt ja auch. Und wir dürfen auf bestimmten Straßen nicht mehr laufen, das ist auch im Westjordanland der Fall und auf anderen schon, nur da und hier nicht. Und da bauen sie uns Häuser direkt vor die Hütten und teilweise hast du da Situationen, das habe ich in Hebron gesehen, da ist dann ein israelisches Haus hier reingeballert und hier ein bisschen tiefer wohnen dann noch Palästinenser, die halt da ihre Wohnung haben und schmeißen die von oben da ihren Müll runter, ja, diese Siedler, muss man sagen, das ist ja wieder ein Fall für sich, was die da machen und teilweise sind da auch Gitter drüber gespannt, damit die Palästinenser da keine schweren Sachen auf den Schädel kriegen, ja, das ist wirklich krass. Und du hast ja jahrzehntelangen Streit, irgendwie auch mit bewaffneten Gruppen, ja, Milizen, auch im Westjordanland, die dann auf Soldaten losgehen. Du hast natürlich Soldaten, die manchmal die Bevölkerung nicht so nett behandeln, die aber natürlich, wenn sie angegriffen werden, dann auch mal schießen. Das ist einfach eine konfliktbehaftete Situation. Aber jetzt rein der Gedanke, das ist unser Land, das kann ich aus dieser ganzen Historie nicht erkennen. Es tut mir wirklich leid, ich kann es nicht sehen. Wer es besser weiß, kann es mir gern in die Kommentare schreiben. Ja, aber auch hier muss man, glaube ich, einen Einschub machen zu meinem Gedanken davor hin. Wenn du natürlich vertrieben wirst im Rahmen einer dieser Auseinandersetzungen, ja, also Nakba und sowas, dann steht das natürlich nochmal auf einem anderen Blatt, ja. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, du haust jetzt hier ab, du gehst, dann hast du natürlich jedes Recht der Welt, irgendwie sauer zu sein, ja. Also nur um das richtig einzuordnen, ja, um das zu verstehen. Ich meinte das eher auf das große Gesamtbild, dass palästinensische Bevölkerung eben meint, der gesamte Landstrich gehört uns, beziehungsweise drücken wir es mal richtig aus, nicht die palästinensische Bevölkerung meint das, sondern die Hamas meint das. Ja, also hier bitte unterscheiden, so habe ich es gemeint. Ich sehe schon, dass da auch Leute vertrieben wurden zu Unrecht. Ja, ganz klar. Tja, du hast heute die politische Situation, um den Bogen mal zu schließen, eigene starke politische Probleme in Israel. Du hast diese ultra-rechtsnationale Koalition im Moment, die regiert. Du hast diese Thematik mit dieser Justizreform. Die wollen ja das höchste Gericht, was die haben, quasi dort, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, entmachten. Können wir uns mal gesondert mit befassen, was die da vorhaben. Also da sollen demokratische Grundsäulen quasi, ja, ein bisschen ausgehöhlt werden, um der Regierung noch mehr Power zu geben. Du hast das Problem mit dem Siedlungsbau. Ja, wir haben gerade in den letzten Tagen gelesen, die Siedler im Westjordanland, da knallt es auch immer mehr. Die Leute sind auch teilweise bewaffnet. Ja, das ist wirklich Mist. Also das müsste, wenn man hier irgendwie zu einem Frieden kommen will, muss das auch aufhören. Ja, das Westjordanland muss weg von der Besatzung, denke ich. Und dieser Siedlungsbau muss gestoppt werden. Unbedingt. Und ich meine jetzt den Siedlungsbau, dass du da hingehst und enteignest Leute. Ja. Da wird ja auch viel Land gekauft. So ist das nicht. Also das ist nicht so, dass da einfach einer kommt und sagt, du bist jetzt mir, sondern das sind schon Leute, auch die das gekauft haben. Übrigens auch früher, um da vielleicht nochmal den Bogen zu schließen. Also auch in dem Zeitraum vor Gründung des israelischen Staates 1948, also sagen wir mal zwischen 1920 und 48, kamen ja immer mehr Juden und die haben auch viel Land von den Arabern gekauft. Ja? Also das war da schon alles vertraglich sauber. Aber das, was die Siedlungspolitik angeht, das ist eben teilweise nicht sauber. Ja? Aber auch da gesondertes Thema
wie das Ganze läuft. Und du hast, um damit fortzusetzen mit den eigenen politischen Problemen, natürlich diese starke, ultra, ja, diese streng orthodoxe Bevölkerungsschiene, die da immer mehr Einfluss gewinnt. Und das alles ist natürlich eine ganz, ganz kritische Mischung, die du da hast. Das heißt, Israel hat eigentlich innenpolitisch enorm viel Probleme im Moment. Und auf der anderen Seite hast du dann eben diese Radikalen, ja, die Hamas oder die Hisbollah. Und du hast dann den größten Feind eigentlich von Israel, der schon immer angekündigt hat, schon vor vielen, vielen Jahrzehnten, dass Israel vernichtet werden soll. Das ist der Iran. Ja. Das ist der Iran. Und du hast eben die Thematik, immer wieder Raketen, immer wieder Attentate, immer wieder Stress, Entführungen und so weiter, Geiselnahmen, Austausch gegen eigene Gefangene und so weiter und so weiter. Und das ist eine ganz, ganz explosive Stimmung, die sich da über die letzten Jahrzehnte angesammelt hat. Wie gesagt, ich sage es nochmal, über 1 Million Palästinenser haben einen israelischen Pass und die finden es auch alles ganz gut, dort zu leben und so weiter. Aber du hast eben auch diese Leute in Gaza und im Westjordanland, denen es nicht gut geht, die Westjordanland unter Besatzung leben und die das gerne anders hätten. Ja? Und du hast in Gaza halt die völlige wirtschaftliche Abhängigkeit irgendwie von der Umgebung, weil du nicht in der Lage bist, dich irgendwie selbst zu versorgen. Das geht ja auch mit Handel treiben und so weiter. Ich meine, wo soll denn der ganze Kram herkommen? Ja? Und daher natürlich auch, dann hast du diese Tunnelsysteme, ja, die benutzen, klar, jetzt auch für Waffen und so, aber natürlich auch zum Schmuggeln ursprünglich mal und für allen möglichen Kram, aber eben auch für Selbstmordattentate, für Waffen und für einen Haufen Scheißdreck. Ja. Und dann hast du jetzt die Ausuferung des Konflikts an diesem 7. Oktober. Ja, also das war jetzt mal ein grober Durchgang durch die ganze Geschichte. Wie gesagt, in einem meiner nächsten Videos, wenn es wieder um Israel geht, will ich mich mal ein bisschen damit befassen, wie ein richtig studierter Historiker das Ganze sieht. Gucken wir uns das mal an und dann machen wir noch ein bisschen was auch über Westjordanland, beziehungsweise auch mal über ja, Sachen, die ich als Unterdrückung bezeichne oder als Ungleichbehandlung. Ja, speziell im Beispiel Westjordanland habe ich da viel gesehen. Auch von ehemaligen israelischen Soldaten habe ich eine schöne Doku gesehen im Fernsehen, die es aber auch auf YouTube gibt, die mittlerweile da Touren anbieten durch Hebron und zeigen eben auch, dass das eben nicht so gleich läuft für Juden und Palästinenser da und dass die Armee eigentlich aus einem Grund da ist, nämlich Schutz der Siedler. Ja, im Westjordanland übrigens 700.000 Israelis etwa wohnen dort, ja, Siedler etc. Also das ist ein Zustand, der nicht so bleiben kann. Die Lösung, Amerika arbeitet da jetzt auch wieder groß dran, redet mit allen möglichen Ländern, wie kann man das Ganze lösen, was ist in der Zeit danach? Ja, ich für mich glaube, mit der Hamas wird niemand verhandeln, ja. Da muss dann jemand anders für die Palästinenser sprechen. Mit der Hamas wird sich keiner an einen Tisch setzen. Und dann muss man eben gucken, dass man dieses Zwei-Staaten-Modell neu in Gang bringt. Verändert, überlegt, was man tun kann, damit es beiden Seiten irgendwie besser geht. Auch den Palästinensern. Und denen geht es halt im Westjordanland im Moment, das kann man definitiv so sagen, eben schlechter. Ja, und in Gaza natürlich auch. Gerade jetzt natürlich durch die kriegerischen Aktionen, die da laufen. Also ich hoffe, das war ein kurzer, knackiger Überblick mal über die Historie, wie das Ganze gekommen ist. Man kann natürlich weiter zurückgehen. Also ich weiß auch, wenn man teilweise Dokus sieht, dann wird da häufig behauptet, dass die Palästinenser, die dort lebten, eben auch schon Vorfahren hatten, die noch weit früher als jüdische Leute dort lebten. Meines Wissens nach ist das aber wissenschaftlich widerlegt worden. Es wäre unterm Strich für mich auch eigentlich egal, weil je weiter du zurückgehst, hat irgendwo immer irgendwer gelebt. Ne? Und ich meine, wir sind jetzt schon bis 2000 Jahre zurückgegangen. Ja? Wir können gerne weiter zurückgehen, dann hat es vielleicht jemand anderem gehört. Aber durch kriegerische Sachen, ja, siehe Palästinakrieg, warum hat sich denn da das Staatsgebiet Israels vergrößert? Ja, doch nur deshalb, weil die arabischen Staaten Israel angegriffen haben und Israel hat halt gewonnen. Das ist halt so. Ja, auch das Bild von Europa hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg gewandelt. Diese Dinge sind eben so. Das muss man nicht fair finden. Das kann man super finden, das kann man kacke finden. Das interessiert aber gar nicht, weil es ist eben so. Und diese Dinge, denke ich, muss man irgendwann akzeptieren und muss halt nach vorne schauen und muss schauen, wie man es lösen kann. Und ich glaube, wenn dieser scheiß Konflikt im Moment irgendwas bringt und dieses, was ich abgrundtief verurteile, ja, diese feige, beschissene Drecksattacke,
der Hamas-Leute auf Israel vom 7. Oktober. Wenn da überhaupt was Gutes bei rauskommt, dann muss man jetzt versuchen, für Israel und für die palästinensische Bevölkerung, nicht für die Hamas, aber für die palästinensische Bevölkerung irgendwie was Gutes wenigstens für die Zukunft zu finden. Das ist das Einzige, was hier passieren kann. Und dass vielleicht mal beide Seiten auch wieder in Frieden leben können. Ja. Das ist mein Wort zum Sonntag. Also, wie gesagt, ich bin Jurist, kein Historiker. Korrekturen gerne erwünscht, schreibt es mir unten rein. Und wir machen damit demnächst weiter. Danke und ciao.